Warte, ich geh mal eben hier. Oh, So. Oh fuck, bist du schnell, mach den Fallschirm auf. So, geht doch. So, versuch mal in meine Richtung zu fliegen. Aber nicht in mich rein. Du steigst, oder? Nee, er fährt irgendwie komisch hier weiter. Irgendwie fliege ich gerade in die falsche Richtung. Ja, ich hatte Angst, dass der mir in die Rotorblätter fliegt. Das soll er doch. Ist der Entfernung? Komm mal näher! Ja, was? Wow. Ich treffe dich eher noch, bevor Interpol das macht. Das sieht so geil ja, aus. Ist das gut? Oh. Ich sehe dich nicht, warte. Jetzt kommt der Knall. Steig rein! Oh! Was? Und tot! Orca platt! Oh fuck! Scheiße, Orca down! Okay, Zeit läuft. Da ist er. So, viel Glück. Zeit läuft. Da ist er. Der nächste Rekrut Gentami SUV. Und da ist Limousine Sport Detective Blauer. Mach mal winke, winke. Kannst du mit den Tosswaps über die drüber fliegen, wenn die damit killen? Ja, das geht. Ja, ich liege jetzt so in der Mitte von Turm 13 und warte halt, dass mal einer hoch mit ankommt. Rekrut Gentami, oh man, die arme Wurst, der liegt aber letztens schon. Muss der vorlaufen? Heute. Ja, der positioniert sich links bei den Häusern. Keine ja, Tipps geben. Ja, aber hockt sich halt wieder 10 Meter weit weg, gleich nicht reinkommen. Wieso eigentlich können wir doch jetzt da hinten landen und mal Blauer festsetzen, oder? Einfach Blauer entführen. Ja, es rechnet keiner damit, dass so viele im Heli sind, auf jeden Fall. Moin. Ja, aber guck mal, wie abseits der fährt. Das wäre die ultimative Den könnten wir kriegen. Den könnten wir jetzt kriegen. Bettlandung direkt daneben. Ja. Dann schießt er aber in den Heli rein. Na und? Jetzt steht er. Ne, er fährt noch. Da hin? In dem Baum da drin, damit wir das Auto nicht sehen. Denkt vor uns. Kannst du schreiben, wir sehen dich trotzdem. Das kannst du mir schreiben. Ich habe mich schon unbeliebt genug gemacht heute. Okay. Also Micha, du hältst schon anderthalb Minuten durch. Herzlichen Glückwunsch, Blauer hat sich links von dir positioniert. Ich würde den Kopf jetzt nicht raushalten. Genau, das wäre eine sehr schlechte Idee jetzt. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier mitten in Turm 3 und wir können ja, ob dass mal einer die Treppe hochkommt. Wir können ja gucken, wann die Straße gesperrt wird, da können wir dir ja Bescheid geben. Ich muss im Prinzip nur wissen, wenn einer Turm 3 hochgeht. Ja, aber mal die Hellcat mit unseren Seilen kaputt machen. Haben wir einen Fallschirm dabei? Nicht dabei, nee. Ja, aber keiner kann springen. Das stimmt, da unten ist sie. Officer Bro. Hallo. Sergeant Ehrenweigler. Guck die ganze Zeit jetzt auf die Straße, damit nicht reinläuft. Die wird jetzt den ganzen Turm spotten. Ja. Und irgendwann wird sie merken, dass nur ein Turm besetzt ist. Die werden sich gerade echt fragen, welche Taktik wir gerade benutzen. Die. Wenn uns alle nicht sehen und da werden sie bestimmt nicht reinkommen, weißt du, weil sie denken, wir hocken hier irgendwo. Der was ist das für ein Heli, den ich da höre? Hellcat. 30 Minuten musst du jetzt noch überleben, dann hast Schaffst du hast doch nicht überlebt. Raus kommst du sowieso nicht, das ist ja, das ist ja klar. Sag mal, wer muss er tanken? Ehren oder wir? Ich glaube wir. Obwohl, wenn er jetzt viel rumfliegt, er, weil ich mach die ganze Zeit nichts, wir verbrauchen echt fast nichts. Der Blaue ist schon gespottet, haha, er liegt immer noch in der Straße. Was Brach hältst du nur davon, wenn der tanken muss und wir den abgreifen? Ehren entführen. Ja. Naja. Da müssen wir aber eher landen als der. Komm mit Landung. Ich meine, der braucht eine Weile, bis er getankt hat. Eben. Landet der jetzt da drinne? Lol. Ehren landet. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Okay, hat sich erledigt. Zeig dich am besten nicht, da wissen sie noch nicht sehr schnell, wo kommt du bist. Kommt ein Cop-Auto, oder? Ja, nach der Abstand. Rum. Bro ist das, ich komm. Glaube, genau. Der ja, will baiten. Sitzt sich im Kreis. Kannst du schreiben, der Plumpsack geht rum, er dreht sich.
Was macht die Hellcat? Die spottet weiter und wirft über dir Flares ab. Ich glaube, die wissen, wo du bist. Oh Gott, ey. Voll geil. Du musst natürlich nur, wenn du die nicht tasern und du ins Gefängnis kommst. Die Leute auf Front, der wird sich auch gerade fragen, was da abgeht. Was ist da los? Was ist da los? Oh, Erkel fährt näher ran. Oh, Erkel. Ich unterhalte mich jetzt mit den Cops, wenn die reinkommen. Da schreibe ich an, bist du sicher, dass du das tun willst? Mutig, mutig. Geht das nur ein Zivi durch? Ich glaube, Sergeant Ehren, ja, der fliegt direkt über die 4 Türme drüber. Okay, da weiß ich doch nicht, in welchem Punkt du drinne bist. Ich hätte jetzt noch über den Turm abgejizzt. Ja, die warten jetzt nur, dass irgendjemand kurz rauskommt. Nee. Voll geil, wenn er irgendwo gegenfliegt mit der Hellcat oder so und die Hellcat explodiert. Würde ich so lachen, wenn das passiert. Jetzt bräuchten wir echt 50k, ohne Spaß. Ja. Das müssen wir das nächste Mal irgendwann machen. Das Ding in den Busch stellen. Sterben, ey. Ja. Oder unten in so eine Garage reinstellen. Ja, und der drüber fliegt raus und boom. Einfach nur ein. Ja, guck mal links von uns, die Büsche, die sind übelst dick. Soll ich den Erkel mal ein bisschen trollen? Ja, mach mal. Ja, ja, das wollte ich, hatte ich eigentlich auch vor. Da läuft, ja. Oh, jetzt stürmen sie dich. Jetzt bist du gefickt. Einfach nur im Turm bleiben und auf die Treppe zielen. Jetzt, erster Polizeiaufruhr, jetzt ist Blauer drinne. Ja, die fahren noch direkt in deine Richtung. Die verteilt sich an die Türme. Pass auf, Blauer geht in den Turm gegenüber von dir, in Turm 1. Und wird von da aus hochschießen. Du kannst Blauer abschießen, wenn du willst. Der läuft jetzt den Turm hoch. Welch? Turm 1, direkt gegenüber von dir. Ja, jetzt ist er schon dran. Ja, mich ist jetzt am Arsch. Einer kommt gerade reingelaufen. Lass uns das dann hier irgendwo raus. Ja, jetzt müssen sie erst an den Bug beheben. Sobald er wieder sichtbar ist, lande ich und wir steigen aus und machen die kaputt, okay? Wollen wir oder wollen wir nicht? Das wäre ja eine YOLO-Aktion, vielleicht kriegen wir ein, zwei Cops. Dann lande doch jetzt schon mal kurz hier links, also auf Rebellenseite, dass da schon mal einer oder so raus kann. Denkst dann du? Würde ich mich da schon mal anpirschen. Okay. Ziemlich nah oder weit weg? Alter, das wird dir kommt jetzt richtig an, bis wir das jetzt stürmen. Lande mal hier kurz zwischen, hier steigt aber noch keiner aus. Die Fragen, die ich. Oh, die rennen zu euch, zwei rennen gerade. Warte, die rennen. Oh, ja, los, fick, ich jetzt ja voll träumen erstmal. Wenn er zuerst schießt, dann muss ich auch zurückschießen. Brauch eine gute Position, am besten Richtung Schilf, also. Ja, versteck dich hinterm Schilf, lande hinterm Schilf, damit er denkt, du setzt hier noch einer. Vielleicht ist das deiner Sportdämme und der Schwarze. Ja. Da kommt einer auf Turm 3. Wie sie die Türme besetzt. Voll geil, ey. Heißt, die wollen mich nicht restrain. Warte mal, wo hat ein Blauer eben geparkt? Das Auto ist effekt, das hat er bestimmt geparkt. Blauer hat direkt hier geparkt vor uns. Ja. User joined your channel. Wir treuen gerade ein bisschen die Köste, die man. User was moved out of your channel. Tschüss. Boom. Ja, Spectre. Ah, Spectre. Ducky Stray. Komm, die sollen schießen, ey. Wieso, ist immer eine Checkpoint-Situation. Wir können die ganze Zeit landen. Oh, ja, das stimmt allerdings. Wir sind nur Tanker. Lass mich doch einfach mit dann im Checkpoint raus und nicht dann wie so ein Irren da rumschießen, ey. Also, die sind auf Turm 2 und auf Turm 3. Das habe ich zwei Leute gesehen. Ja. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen weiter wegfliegen und mich hinterm Schiff mal wirklich rauslassen und dann gebe ich einfach mal einen Kopfenheader. Was hältst du davon? Von welches Schiff? Hier bei uns sein? Ja, hier bei uns, genau an der Straße. Lass mich, ja, hier hinten rechts hinter dir das Schiff, da kannst du mich rauslassen, dann hole ich den Turm und dann zwei runter. Und dann fakest du noch drei weitere Male an, irgendwo einen rauszulassen.
weil dann kaufen sie es dir im Endeffekt eh nicht mehr ab, weißt du? Ja. Du musst aber so landen, dass ich wirklich keiner sehen kann, dass ich aussteige. Ja, nicht leicht, dass ich das weißt du. Welches Schiff ist das hier, oder? Das rechts hinten ist große, jo. Das ist kein dann Stein ist oder so? Ich hoff's. Volles Risiko. Ne, die sehen mich aber, wenn ich aussteige. Oh Gott. Ja, wenn die dich sehen, dann Respekt. Achso, jetzt nicht mehr, okay. Ja, mach auf, warte, ich mach auf. Oh, ich denke, okay, los. Bist du raus? Ja. Nein, ich bin nicht raus, warte. So, jetzt dann, los. Und jetzt fängt noch drei weitere Male an. Weiter links, auf der anderen Seite der Straße. Also jetzt hinter dir genau das Schiff, da würde ich gerne raus. Da? Ja. Verdammte nein, weiter ich bin zurück. Im Gefängnis. Andere Seite der Straße. Du bist im Gefängnis? Okay, ich weiß wo. Ja, das erste Mal. Sehen. Genau. Jo, ich hab jetzt einmal komplett mal beenden müssen, das ging gar nicht mehr. Täuscht glaube ich gerade da an, wo ich hin... Nee. Nee. Doch, nein. Du fliegst dahin, wo ich hin will. Du bist da hinten? Ja. Hier. Ich wollte dich von einer Straße... Na, dann täusche ich nicht hier an, dann mach ich's weiter hin. Faked, er faked alles an. Faker. Offen? Das ist jetzt nicht für dich, das rauslassen. Oh. Hier hätte ich ihn aber wunderschön auf Turm 2 gekriegt. Ich kann einen Kopf Headshot geben, ich kann einen Kopf direkt einen Headshot geben. Dann steig aus. Okay, warte. Der steht da noch da. Ich starte. Jo. Ah, jetzt hat er sich verpisst, was ist passiert? Hat er sich verpisst, jetzt sehe ich nicht mehr. Aber öde. Oh, jetzt werde ich wieder gewarnt von Leuten. Strike-Leute bewachen gerade das Gefängnis. Landen sie oder wir werden sie hier erschießen. Kann Leutnant einen Ghostlock rausholen? Ja. Ich sehe keinen in der Nähe und du? Leutnant Tanko. Der schreibt mir gerade, oder wir werden sie zwingen. Ich lieg noch einfach ein bisschen rum, bis ich was auf dem Radar sehe, dann lande ich. Kannst du noch ein paar Mal anflecken, dass du landest? Ja, auf der anderen Seite jetzt noch ein bisschen. Hallo? Und natürlich ein bisschen versuchen zu landen hier. Ein bisschen provozieren. Ich glaube, ich bin gespottet. Wieso? Musste gerade ein bisschen die Position wechseln. Leute, wie sie wegrennen. Alter, aber was redet der denn so viel? Wer redet denn so viel? Ja, mein Charakter hier. Den Tumult könnte ich endlich voll nutzen, wenn mal Vorsturm. Hier ist ein Unfall passiert. Also soll ich nochmal landen, dann gucken die eh alle auf mich, dann kannst du reinstürmen, wenn du willst. Jo, kannst du machen. Hör schon mal an, Fake nochmal direkt in ihrer Nähe. Da bockt noch einer auf Turm 2, weil ich sehe nicht mehr. Jetzt sehen die aber, dass der Hocker leer ist, wa? Warte. Warte. Ja, dann können wir verhandeln. Die machen gar nichts, wenn ich hier lande. Deckt da einer gerade Turm 2 mal? Schießen wieder. Nee, ich hab Spectre. Hä? Geil. Sehr geil. Oh shit. Ah, du bist so viel konzentriert. Turm 2, oder? Turm 2. Sehr gut. Ja, wie der eine sagt, Feuer einstellen. Was? Jo, der eine kann Feuer einstellen. Keine Ahnung, was das sein soll. Jo, schießt doch ein bisschen. Auf Turm 3. Ja, aber das ist... Kommt die Ultimate Madness auf dich geflogen, pass auf! Turm 3, der ist ziemlich offen, den könntest du kriegen. Ich hab gerade irgendwas fahren, links von mir. Okay, noch vor der Ziele.
Die schießen ja auch aus den Büschen, die sind überall. Lustig. Nein, ja, keine Ahnung, ist mir auch egal. Hast du überhaupt schon Schaden bekommen? Ach, die können mich mal. Ein bisschen noch, ein bisschen. Ist Turm 2 jetzt noch einer drauf oder nicht? Turm 3 ist einer sehr offen, den könntest du eigentlich sehen. Ich sehe ihn nicht, negativ. Direkt auf Zivilseite steht er. Ganz oben. Ja, den sehe ich halt nicht. Du musst ihn halt auf die Rebel-Seite locken. Okay, ich probier's. Muss ein bisschen gucken. Nach 5 Minuten bis zum Story-Start. Jo, so lange halte ich durch. Mein Heckrotor ist kaputt, ist egal. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Da hat der Spectre ein paar Mal gezuckt und dann ist er tot umgefallen. Hast du? Nee, ich hab ihn ja schon vorher erschossen. Achso. Das war der erste, der gestorben ist. Ich glaube, wir können doch reinstürmen, oder? Die schießen eher auf mich. Da hat er kurz gezuckt, weil ich ihn getroffen habe. Kleine Mädchen. Komm, zeig deinen Kopf noch weiter. Ey, die haben voll Schiss bekommen. Ich werde noch mal ein bisschen landen, oder? Wie lustig das ist gerade. Also nur auf Turm 3 ist einer, oder was? Okay, jetzt haben sie meine Krotor komplett kaputt. Also drehe ich mich ja noch ein bisschen in der Luft, oder? Was soll's? Olaf? Ja? Turm 3 nur ist noch einer. Ja. Wo ist der? Oben. Unsere Seite war der jetzt. Ich hab gerade ein perfektes Schussbild nach vorne, der muss nur den Kopf hochhalten. Der kannst du mal bitte gucken, dass keiner aus dem Checkpoint rauskommt? Das ist voll geil. Das wird langsam schwindlig. Warte mal, ich muss mir mal ganz kurz die Entfernung machen. Alter, ich kann da nicht hinkommen, wird übelst schwindlig gerade. Gut, 256 Meter. Wenn er den Kopf hochhält, ist er tot. Oh Mann, der muss nur ein Stück nach rechts laufen. Oh, da hat einer sogar mal reingeschossen. Echt? Nee, nein. Schießt du? Okay, ich dreh mich immer schneller. Ja. Langsam nervt's. Ich weiß, wo der ist. Ich seh ihn halt auch. Ich kann halt nicht treffen. Sorry Leute, aber mir wird mega schwindelig. Ich muss hier weg. Jo. Verzieh dich halt, weil ich... Ich muss erst mal hinkriegen. Problem ist, ich lieg jetzt ziemlich offen im Feld, also... Aber schießen die ihn noch? Ja, immer noch auf mich. Weißt du, ob die dich jetzt noch treffen würden, Alter, what the fuck? Ja, ich kann noch ein paar Mal drüber fliegen, aber ich kann auch noch schnell drüber fliegen. Ja, kannst du ja nochmal machen. Einfach provokationsweise. Aber wie lange die gebraucht haben, um den Rotor kaputt zu kriegen? Die haben alle geschossen. Ach, das war so schön, da hat Spectre sich Neider gefangen. Ach. Sehr geil, oder? Richtig gut. Hat er zu lange geguckt, würde ich sagen. Ja, mich ärgert es ein bisschen, dass ihr Turm 3 nicht gekriegt habt. Der ist grad. Ja, der ist halt die Wand, die stört halt. Sein Kopf ist okay. Millimeter entfernt von diesem kleinen von dem kleinen Teil, aber man kann halt nicht durchschießen. Das hat, ich hab übelst oft auf seinen Kopf geschossen, aber es fällt nicht um. Tja. VDM darfst du nicht, mein Freund. Was siehst du den Medic ganz da drüben? Nein. Im Süden? Ich war nur die Mauer entlang. Nicht, dass ich da irgendwas verpasse. Aber ich sehe nichts. Okay. Silent? Ja. Immer von der Mauer ein bisschen weg. Ich glaube, der versucht die ganze Zeit auf dein Bein zu schießen, was durchbackt. Oh, er ist ausgestiegen. Ghost, guck mal kurz. Eigentlich im Süden. Er ist ausgestiegen, Jungs. Er ist ausgestiegen. Guck mal Süden, ich mach einen Schuss. Guck mal. Noch einer tot. Da steht Nebel. Hoffi. Hier ist einer ausgestiegen. Im Kopf. Von der Nebel. Nee, nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, einer ist wieder eingestiegen gerade. Ja, die haben. Die sind durch. Jawohl, jawohl. Ja, aber der. Jetzt geht vielleicht was in den Luft. Ja, aber da hemmt dann auch, ne? Pass auf, die sind ausgestiegen, der ist kaputt, der Hunter. Die Jungs, die sind im Hof. Ja. Wow, oh, ohne okay. Scheiß. Zwei Ifrits hochgejagt. GG. Ich würde sagen, das ist bezahlt. So ein großer Feuerball, Junge! Fuck! Ich weiß, ich hab grad nicht gesagt, ich tick mal unsere Treppe. Ich schreib einfach mal, das klären wir nachher. Ein Hemd? Sind die bei uns im Hof hier, oder was? Die sind auf jeden Fall durch die Barrikade durch. Ja, die sind... Die Barrikade ist gerade explodiert, sagen wir so. Tachel. Ja, hier ist es Tachel, das stimmt. Den Heli hast du mittlerweile gesehen, Ghost, ne? Ja. Okay, gut. Bei dir im Checkpoint oder außerhalb des Checkpoints? Wer schreit hier die ganze Zeit?
Ich kill ihn gleich, wenn es ein Zivilist Bleib ist. Bleib doch mal ruhig, Interpol. Da wird geschossen vom Berg. Auf jeden Fall ein schönes Lagerfeuer. Ja. Wenn wir da ausgehen, weil mit Night Vision ist das eklig. Nee, das ist ein Kopf, der sitzt da unten. Der sitzt unter euch gesehen. Sanitäter Mila. Rekrut Mila. One, return to formation. Also ich nehme mir gleich ganz hinten irgendeinen Kurt, ne? Ja, ja, ich stehe auch schon ganz hinten. Haltet mir bitte ganz hinten eins frei. Genau, ne? Das liegt daran, weil du vorher einen Rucksack aufhattest, mehr Plätze hattest. Ken, return to formation. Also wenn ihr euch 3-4 Meter trennt, dann ist das egal. Aber wie gesagt, Rollplay-technisch habt ihr eine Kette an, ihr könnt euch jetzt nicht trennen und aufteilen. Darum geht es einfach. Ja, wir bleiben schon zusammen, ist klar. Rally up. Gut, ich lege euch jetzt hier die Waffe hin. Bitte nicht schießen. Nee, keine Sorge. So, Olaf hat auch gerade eine Waffe hingelegt. Deswegen, wir sind noch nicht alle da, kann das sein? Mhm. Wo sind die ganzen anderen Leute hier? Da vorne. Vorne stehen welche, hinten ist noch einer von uns. Jetzt 3 Minuten Vorsprung gleich, wenn ich sage auf los. Dann geht's nämlich los und sind 3 Minuten rum. Dann warten wir 3 Minuten hier mit dem Quad bei. Und dann dürft ihr loslaufen. Checkpoint ist euer Ziel. Wie ihr da hinkommt, im Endeffekt. Wie ihr da hinkommt, das ist uns im Endeffekt egal. Cool, selbst der Quadback hat keine Faust. Ja, ob ihr da hinlauft, wie ihr es auch mal machen wollt. Seid ihr bereit? Ja, die sind irgendwo anders. Die haben schon andere Aufträge an, glaube ich. Der Pull, what the fuck, warum nimmst du ein eigenes Quad? Die waren alle abgeschlossen. Ja, ganz schön. Hätten sie alle offen hier. Alles Gute. Offen. Und wirklich viel Erfolg. Ja, kann losgehen. Offen. Ich bin leider nicht dabei. Offen. Aber viel offen. Spaß. Danke. Das okay, ist offen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Die Zeit läuft. Go. Okay, die werden noch zum Rückkehr laufen. Und alle aufsitzen. Wie macht ihr das denn jetzt? Fahrt ihr jetzt direkt los? Nein, 3 Minuten warten. 3 Minuten? Ist hier nicht offen, wem gehört das? Habt ihr die Schranke runtergemacht? Danke. Soll ich euch die noch hochmachen? Ja, dann kannst du wegmachen. Ja. Mach du, kannst du, hast du noch die Zeit oder nicht? Ja, die Zeit habe ich noch. Interpol, jetzt schnapp dir mal ein Quad hier weiter vorne, Alter. Ja. Leute, fahrt da hinten gleich, nehmt doch einfach die Quads, die da vorne am ersten sind. Sonst fallen die rein, die schlecht genau, drin stehen. Deswegen, ja. Das gibt jetzt erstmal ein Screenshot hier. Das ist abgeschlossen, hier. Oder? Ja, das ist abgeschlossen. Setzt mal auf, ich will einen Screenshot machen, Quad. Bitte. Sehr schön. So, ich fahr gleich nach Sofia hin. Ich vermute, dass die da hinlaufen werden. Wer kommt mit? Interpol, nimm dir mal ein anderes Quad, Alter. Sofia bin ich dabei. Geht doch. Sofia bist du Silent, dann fahren wir beide nach Sofia. Welche Reihe bist du so, Silent? Vierte. Boah, Alter, erstmal den Sound runterstellen, ey. Ja, wie bekommt ihr die jetzt? Schwärmt ihr jetzt einfach aus? Ja. Sucht ihr so ja. Bekommt ihr die auch meistens? Ja. Solange wie sie sich keine Ahnung, kriegst du die. Vollgas, ne? Ich glaube, nur einer hat es geschafft bis jetzt. Ja. Na gut, das Feld ist ziemlich groß da, ne? Wer schießt denn hier? Ich bin kurz geschossen. Eigentlich könntest du doch einfach bis zum Checkpoint fahren, dort warten und dann sie schießen. Das ist ja langweilig. 25 noch, okay. 1,25. Der Lux, du kannst eigentlich die Zeitansage machen. Sag mal noch eine Minute. Warte. Eine Minute. Ja gut, 1 Minute 8 waren es noch. Okay. 1 Minute 8 waren es, aber wir machen 1 Minute drauf. Quatsch nicht so viel, stell dich an den Steiner. Alter, ich hab grad so. Und wenn ich sage, jetzt hitze ab 3 runter, machst du die Pforte auf. Okay. Wo sitzt denn du, Clint? Ich bin ganz vorne rechts. Wer kriegt von mir 150k. Wo ist der Lux? Wenn ich sage jetzt, der Lux, dann sagst du 30 Sekunden. Okay. Was kommt da? Wie ist dein Ernst? Mach jetzt. Die Tür aber Schalke auf. Wir... So. Jetzt? 30 Sekunden noch. 30 Sekunden. Mach das gleich. Well, RF denkt sich auch, what the fuck. Wenn ich sage jetzt, zählst du ab 5 runter rückwärts, nicht 3, ab 5. Okay. Ey, da kommen noch welche! Ja, steig auf, Jungs, steig auf!
Achtung, jetzt habe ich es verpasst. Zähle runter ab jetzt. In 5, 4, 3, oh Gott, 2, ich höre die Explosion. 1, bitte nicht. Mach sie, mach sie kaputt. Los, los, mach sie los, kaputt. Los, 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 los. Alter, wie bist du bei mir leckt, ne? Wie geil ist das denn, ey? Wir werden ja alle reagieren. Oh. Wir sind hier vor mir. Auf Flash. Ja, viel Spaß euch, ne? Okay. Ich muss auf jeden Fall am Haus vorbeifahren. Gut, ich bin da mal raus, Jungs. Jo, ciao. Ciao. Das sieht übelst hart aus, wenn die ganzen Rauchwolken hier, ey. Fährst du über den Highway, oder? Ne, ich hab ein bisschen Schaden, fahr du mal auf jeden Fall Richtung Sofia schon mal zum Garage. Dürfen nicht an die Garage ran. Ach, fast... glaubt, die machen schon mit, ne? Ne, ne, das können sie machen. Wenn wir nicht aufpassen, ist das legitim. Ist doch intelligent. Ich müsst, ab und zu müsst ihr mal auf die Karte gucken. Wenn die bei euch in der Nähe sind, tauchen manchmal blaue Punkte auf. Blaue Punkte sind bei mir direkt hinten am Checkpoint. Das wär's ja, da könntest du uns voll nass sein. Ich bin einfach zum Checkpoint und sich da ein Auto raus. Ich sehe die Punkte noch ganz weit hinten, sehe ich gerade. Ja, ich auch. Ja. Deswegen ja. Meine, wer ist denn hier? Hier, da sind die Punkte. Ich geh checken. Nee, dort sind's nicht, dort sind wir ja vorbeigefahren. Stimmt, ja, die hätten wir ja gesehen. Na, die können sich ja da irgendwo hingelegt haben und uns einfach vorbeiziehen lassen haben. Allerdings. Ist ja, nicht verboten. Ich geh gucken. Ich denke gerade, zwei Routes, ne? Was machst du noch hier vorne, Topper? Ja, das war perfekt getimt, dass die drei noch kamen und die drei letzten noch frei waren. Ich hab nur nach hinten ein bisschen geguckt gerade. Falls weiter nach Sofia. Ich fahr jetzt am Feldweg nach Sofia. Check mal, weil für die Garage. Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen jetzt wahrscheinlich die ganze Garage zu kommen oder da so. Ist das Highland unterwegs. Ja, ich fahre den Highway hoch. Ja, Hauptsache du bekommst nach Sofia eine Garage. Ich hab gesagt, du hast gesagt, du kommst mit nach Sofia. Ja, ich fahre nach Sofia zur Garage hin. Gut. Nur heute beim Highway. Die sind bestimmt wieder zurückgelaufen. Ich bin gerade an der Base. Wäre nicht dumm, wenn sie bei uns da sich noch eine Karre holen, ne? Aber hier ist nichts, wo die Punkte sind. Dann schauen wir mal, bei unserer Garage nach. Und ich schau mal ins Haus, vielleicht sind sie trotzdem ins Haus gegangen. Ja, aber nicht alle hinten schauen, ne? Also ich sehe. Nee, ich bin nur zu. Wir sind nur zu zweit eigentlich hier. Okay, gut, alles klar. Wie ich das sehe. Base sieht gut aus. Und sie hatten Glück und wurden von jemandem mitgenommen. Das Haus daneben, die sehen auch alle gut aus. Hier sind also einer muss auf jeden Fall durchrushen zum Checkpoint. Ich fahr mal nördlich am Wasser vorbei und dann. Aber wie das. Oh, wie das aussah, als wieder alle raus sind, Alter. Ja, ich hatte den übelsten Leck, ne? Ja, ich auch gerade. Okay, ich bin jetzt in Sofia. Und sie sind zur Diamantenmine gelaufen und hoffen, dass sie dort so jemanden finden, wo sie mitnehmen. Ja, war ein Typ, der sie mitnimmt. Das wird nämlich ich zum Beispiel. Ich. Ja, ich auch. Ich würde mich auf jeden Fall an der Hauptstraße langhangeln. Und ich versuche mitgenommen zu werden. Genau. Sag ich ja, ich muss definitiv zum Checkpoint kommen. Ja, was hat denn jetzt? Das war echt. Das Fahren üben wir nochmal. Also der letztes Mal geflüchtet ist, war, der ist wirklich zur Garage und hat ein Auto rausgeholt. Ja, kann er ja auch machen, wieder. Ja. Aber können die nach 3 Minuten schon in Sofia sein? Nee. Die sind ziemlich dicht sogar noch. Die sind noch Hälfte ungefähr Diamantenmine unserem Lager. So kannst du die Entfernung ungefähr sehen. Okay, Salvador, gehst du hier auch in Position irgendwo, oder? Also ich check hier nochmal die Lage, Umgebung. Ich komm dann an der Diamantmine. Also verteilt euch auf die ganzen. Ihr müsst überhaupt nicht. Jeder kann einzeln sein. Jeder einzeln. Einige sind auch ganz schön weit schon statt. Mach ruhig mal einen Stopp. Ich hab gerade rechts von mir einen Befehl reinbekommen. Fall back. Die sind rechts von mir. Whoa. Sind bei dir? Flash? Bei dir? Bei mir. Jo, ich sehe einen.
Was da vorne, krass. Ich hab's doch geahnt, Alter. Ich hab recht auf mein Ohr, nämlich gerade bekommen. Sollen wir es im Zivi-Chat markieren, vor AEF und sowas? Oder? Nö, nee, scheiße vor AEF, ne? Das sind unsere ja. Leute. Moin. Mein Quad ist kaputt, ey, nehm ich mit. Boah, jetzt siehst du, wie alles zurückfährt, ne? Zu geil. Tom Key, nehm ich mit. Boah, das Stimme ist, da bin ich vorhin vorbeigefahren, weil ich noch an meinem Haus war. Wollt ihr die jetzt schon da schießen, oder wie? Daneben schießen, damit die ein bisschen paranoia kriegen. Nein, man, das funktioniert nicht. Sie hat den letzten Headshot gegeben, weil er daneben. Da oben, da rennen sie sogar beide. Macht sie platt. Ja, sie müssen ja beide miteinander rennen. Nein. Doch. Doch, sie sind doch die sind aneinander gefesselt. Ja, ach so, aneinander gefesselt. Okay, letztes Mal haben wir sie eins gelaufen, ne? Sie haben noch gesagt, ihr könnt miteinander oder gegeneinander kämpfen. Das ist egal. Also, ich hatte sie gerade oben auf dem Berg da gespottet, wo die Bäume stehen. Steht auf immer hinter mir mit der Hooper. Ich seh jetzt mal einmal hoch aus Spaß. Warte, da hinten laufen sie. Ach komm, erschießt sie oder lass sie noch ein bisschen laufen? Wir schauen mal, lass sie noch ein bisschen laufen. Da ist ein Rifle oder so, ne? Ja, ein bisschen laufen lassen auf alle Fälle. Ich hab den nur ein bisschen Paranoia eingeflößt. Jetzt langweilig, wenn das jetzt schon zu Ende wäre. Ihr seht sie auf der Mapper. Ich hab sie nicht mehr. Ja, ich seh sie. Rennen Richtung Wald jetzt. Oh, es macht Platz. Ich bin der schlechteste Quadfahrer, was es gibt, einfach mal so zum Sagen. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin manchmal sogar noch schlechter. Da hinten laufen sie wieder durch den Wald. Aber ja, klar, dass du durch den Wald rennst. Ich will auch durch den Wald rennen. Ja, ich auch. Aber sie ist dort sind, ne? Okay, Leute, ihr müsst das jetzt alleine machen. Ich muss los. Jo, mach das. Das schaffen wir so ganz knapp alleine, ne? Okay. Oh, da sind sie. Kann das sein? Das ist eh 5 Minuten oder so, muss man den vielleicht. Ja, er hat irgendwas noch mit Fallschirm gerade gesagt. Genau aus diesem Grund, weil ich wusste, dass gleich der Anruf kommt, wollte ich das jetzt ein bisschen schneller machen. Wow, ich bin tot. LOL. Fall ich auf sie zu, ich hab nicht so viel Leben. Toll. Davor, toll. Ja, wo sind die jetzt genau? Die trennen sich gerade. Halt mal an, lass mich mal raus. Viel Spaß noch. Ciao. Der hat das Squad genommen. Ich glaube, ich bin zu nah dran gefahren. Ach, denkst du? Ach, war der direkt neben mir, lol! Er hat das Quad genommen, ihr Mongo. Jetzt schießt das Quad ab. Er hat das Quad genommen? Der Klug Mila wurde getötet. Der andere ist bei mir. Vor mir irgendwo. Der andere hat der Quad genommen. Down ist auch da. Gut, also. Oh man. Jetzt geht der auch hinter das Auto, ey. Das ist doch nicht wahr. Ja, wenn sie einsteigen, schnell rausschießen. Ja, klar. Hast du AEF geschrieben? Nee. Sagen die AEFler noch was in Cops, ne? Ich würde sagen, wir ballern einfach nur den Fahrer raus und dann. Sitzt der gut im Auto, ja, oder? Den nicht. Wir werden dann hinten drauf. Schweinemann sitzt. Nee, der Rekrut, der läuft gerade vorm Auto, ne? Ja. Rally up! Den hätte ich jetzt so schön haben können. Oh, FPS-Lags. Was machen jetzt alle auf der anderen Seite? Der Heli kommt näher. Check mal, dass das von hier ist. Das ist einer von uns. Hätte man mal sagen können kurz. Ja, das wäre mal sehr nett, wenn man das einfach mal ansagt. Jetzt sind sie beide vorne. Jetzt oder nie. Ich schieße jetzt. Ja, Feuer. Oh Gott. Lassen? Nein. Wo ist denn der? Leck. Wo ist denn der Kopf? Keine Ahnung. Der wird da nie wieder rauskommen, ey. Nein. Komm, ne? Ich glitsche immer weiter weg. Das ist so geil. Hallo? Ich bin unten. Lol. Ja, bist du tot? Ja, ich bin durch den Boden geglitscht und unten rausgekommen. So, ich hoffe, dass du dir verstanden hast, was ich Ihnen gesagt habe. Sie müssen bitte sofort die Enro aussteigen, Enro. Gut, die fahren weg, die Wichser, die fahren weg. Hauen ab und lassen uns hier stehen.
Ich hau die einfach ab, die Schweine. Was für Wichser. Deutsch, jetzt klärt ihr das aber bitte, dass die uns nicht mehr schießen. Ja, ja. Ja, warte, ich mach schon. Ja. So was wird es bei den Rebellen nicht geben. Wir wären ja hier ausgestiegen und hätten alles umgeschossen. Ja, wir wären sofort das Feuer Kurve gefahren. Jo. Scherz jetzt, oder? Der Wagen war doch fast. Da waren noch drei Leute oder so drin, oder? Ja, ja. Und die hätten uns so niederknüppeln können, ey. Ja! Deswegen. User joined your channel.